Buongiorno aus Italia, Antonio ist am Start und Freunde, heute gibt es das erste Mal ein Stadion-Vlog aus dem Stadion von Juventus Turin. Hast du gefahren worden, Ding? Unser Hotel ist auch hier schon im Hintergrund, Freunde. Roomtour, Bettsprung gibt's nachher. Freunde, wir sind mit dem Auto hergefahren, 8,5 Stunden. Von München nach Turin über Berge, Digga, das war die schlimmste Route, weil irgendwie Autobahn gesperrt war, aber wir sind da. Und wer darf nicht fehlen? Maxi! Das ist ein Reiseduo geworden. Das Reiseduo, ja Mann. Digga, zeig mal deine Schuhe hier. Die Shanks Air Force, Alter. Kooperation mit Air Force oder was? Wir haben jetzt gerade bei Google eingegeben, die beste Pizzeria in Turin. Lassen wir uns mal überraschen. Digga, schau mal, wie geil das da vorne ausschaut. Das ist so eine fette Burg, Digga, oben auf dem Berg. Richtig nice. Richtig schöner Platz hier schon. Und da sind die ganzen italienischen Läden. Prada, Giorgio Armani zur linken Seite. Boah. Der aber auch krasses Haus, ne? Sieht cool aus. Die Pizzeria ist irgendwo oben da im Park. Aber wir haben einfach most random richtig geilen Fußballplatz entdeckt. Direkt am Fluss. Komm. Schau mal, und da ist ein Bolzplatz. Geil, Leute. Ein Around the World gleich. Maxi, fang. Ah! Junge, schock dich. Oh. Da sehe ich uns aber sowas von gleich. Okay, komm. Ole! Jo! Wir steppen jetzt hier nach oben, weil beim Restaurant kann man nicht direkt parken. Man sieht einfach die Alpen sogar von hier. Richtig geil. Buongiorno. For two persons? Eat? It's closed. No, it's closed. We are closing. Hinter mir ist die Gran Madre de Dio, eine berühmte katholische Kirche hier aus Turin. Wir probieren jetzt dort vorne irgendwo eine coole Pizzeria zu finden. Hier sind überall auch schon Flaggen verteilt wegen der Nations League. Und wir gehen heute auf das zweite Halbfinale Belgien gegen Frankreich. Lukaku, Mbappé und so viele andere Stars sind dabei. Gestern hat Spanien auch schon Italien rausgehauen und ist im Finale. Freut mich natürlich für die Barca-Spieler. Zwei Belgien-Fans schon getroffen. What do you think? What is your prediction for today? Oh, this evening, I suppose 1-2 for Belgium. For Belgium. Yeah. And you? Yes, of course, Belgium has to win. Yeah, yes. All right. Good luck, yeah? Okay, bye. 2-1 sagen sie für Belgien. Ey, wir sind so lost hier unterwegs. Ne? Es ist 16 Uhr. Wir haben noch nicht mal einen Krümel heute gegessen. Ich hoffe so sehr, dass die Pizza gleich richtig lecker sein wird. Ey, aber Turin ist richtig schön bisher, ne? Voll. Hoffentlich scheppert die Pizza gleich rein. Französische Fans habe ich bisher noch nicht gesehen. Wir haben jetzt eigentlich ein Lokal gefunden, aber es gibt hier leider nur so Trapezinos. Aber können wir auch mal probieren. Und noch ein Gläschen Vino, ist auch am Start. Ciao! Ja, so. 6,5 von 10, Bro. Ich finde es nicht so krass, aber ist okay. Der ist lecker. 9 von 10. Super. Wir sind jetzt hier auf dem berühmten Piazza San Carlo. Und ich werde übrigens auch aufs Finale gehen, Leute, in ein paar Tagen in Mailand. Hier ist halt quasi komplett Innenstadt hier in Turin. Alle Italiener, die dieses Video schauen, schreibt mir in die Kommentare. Interessiert mich mal, wie viele ihr seid. Hey, was ist das denn? Ja, den haben wir noch gar nicht gezeigt, ne? Schau mal, was für ein Feini, Digga. So ein Feini. Ja. Wir fahren jetzt kurz zurück zum Hotel, Freunde, und dann geht's langsam Richtung Stadion. Der schüttelt seinen Kopf zur Musik im Beat, Alter. Kleine Roomtour. Das hört sich wie an im Sekretariat so mäßig in der Schule, ne? Ja, Direktor! Na, Digga. Einmal hereinspaziert. Als ob du so einen Arzttermin hättest, ja. Ja, Bruder. Chilliger Eingangsbereich, Jungs. Direkt hier ist das Badezimmer hier einmal. Chillig. Ja gut, das ist halt normale Dusche, ne? Ja, und hier pennen wir. Ah, jetzt haben wir es umgeschoben. Ich wollte gerade sagen. Ja, Mann. Freunde, als wir gestern Nacht eingecheckt sind, waren die Matratzen noch aneinander und nur eine Decke. Das war ein bisschen belastend. Aber jetzt haben wir es gesortet. Okay, ja, Junge. Aber sonst eigentlich ganz chillig. Junge, ich spring jetzt mal ganz schnell drauf. Junge, dann können wir heute Nacht noch eine Squid Game-Folge zusammen gucken. Digga. Nein, Spaß. Maxi, wie gut verdient man denn bitte als Kameramann? Einfach Supreme Louis V Collab? Ja, das musst du den Arbeitgeber fragen, Digga. Der zahlt anders gut, Digga. Ja? Wie kann der denn so gut zahlen, wenn du nur alle 4 Monate die Kamera hältst? Nein. Der Stundenlohn ist hoch, Digga. Leute, manche denken wirklich, er ist mein Kameramann, aber er ist einfach nur ein Ehrenbruder, der mir ab und zu hilft. Es wird so schnell jetzt auf einmal dunkel, aber so geil da mit den Bergen im Hintergrund.
Das ist hier unnormal chillig. Man kann hier einfach direkt hier am Stadion parken. Da hinten ist es auch schon das Allianz Stadium. Es hat auch tatsächlich einige Parallelen zur Allianz Arena in München, weil beide Stadien liegen am Stadtrand und man kommt über die Autobahnen dahin. France vs. Belgium. Wir sind dabei. Hier ist echt schon ziemlich viel Polizei. Und ja, wir gehen jetzt hier gleich durch diese Tore, da sind die Sicherheitskontrollen. Und ich finde das ziemlich krass, Freunde, hier bei der Außenfassade. Das hat richtig hier so EM-Vibes, ne, mit den ganzen Fanshops. Es sind viel, viel mehr belgische Fans da, also das ist mein erstes Gefühl. Schau mal, da hinten auch alles voll mit roten Fans. Bis jetzt mehr belgische. Ja, safe. Wer von euch ist eigentlich alles Juve-Fan? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich freue mich wirklich mega, das erste Mal hier zu sein. Hier sind auch unnormal viele Fanartikel, die Baller natürlich auch noch beliebt. Hier müssen wir uns jetzt anstellen, aber here we go. Allianz Stadium. Das ist safe die U13 und U12 von Juve, chillig. Wir haben hier unsere Tickets auf dem Handy, die haben diesmal 40 Euro gekostet pro Stück, Kategorie 1. Lol, Leute, man geht hier nochmal jetzt durch sowas durch, wie am Flughafen. Geschafft und jetzt nochmal hier, wo wir dann unsere Tickets einscannen. Let's go! Nach 3 Kontrollschleusen sind wir durch. Leute, wie krass sieht das hier aus, Digga? Wir gehen durch irgendwelche Kategorien. Kommt unterm Stadion direkt rein. Wir müssen gute Plätze haben, Bro. Das ist die beste Kategorie. Da ist unser Block schon. Wir gucken gleich rein. Oh mein Gott, endlich Pizza. Das Standardritual wieder im Stadion. Ey, schaut mal an, wie groß sind diese Margarita-Stückchen. Alter! So, let's go! Erster Blick in dieses legendäre Stadion. Oh. Junge, was hab ich für Plätze? Alter, Leute! Digga, schau mal, wie nah wir am Rasen sitzen. Das ist so... Ey, das kommt auf Kamera gar nicht wieder rüber, ne? Belgien wärmt sich schon warm. Frankreich da hinten. Ey, Digga, die Arena ist richtig schön. Da ist auch schon Mbappé. Und Karim, der ist auch so krass in Form aktuell. Genau auf diesen 2 Plätzen sitzen wir. Geil. Alter, Bro, wie geil ist das hier? Ich liebe einfach Stadien, die so kompakt gebaut sind, wo man einfach richtig nah so am Spielgeschehen ist. Mein Eindruck bestätigt sich, also hier ist quasi der belgische Block und so einen richtigen französischen Block, wo jetzt voll viele mit blauen Trikots sind, gibt es nicht. Die sind halt überall verstreut. Schau mal, wo ich bin. Digga, hier einfach. Oh mein Gott. Das sind die Auswechsler von Belgien, also Lukaku und De Bruyne, Hazard sind alle da hinten. Ah, Pogba sehe ich schon mit seiner neuen Friese da gerade am Ball, Mbappé, Kylian. Und Varane auch in der Startelf, Rabiot, Pavard. What do you think? What is your prediction? 2-1 for France. Okay. One goal from Benzema and one goal from Mbappé. All right. Let's go. Good luck. Batshuayi hier gerade mit dem Pass, mit den blauen Dreads. Da ist er. Und wie schickt das? Oh, Annahme. Ah, sowas. Hier ist das legendäre Tor von Ronaldo passiert. Flanke von Lucas Vazquez und da dann der Fallrückzieher von Cristiano Ronaldo. Das war damals so krass, weil sogar dann die ganzen Juventus-Turin-Fans für ihn applaudiert haben. Da hat er noch bei Real Madrid gespielt. Mbappé mit dem Doppelpass und... Oh! Da macht er ihn, ne? Boah, Digga, was sind das für Aufnahmen schon wieder? Leute, lasst einen Daumen nach oben da. So, Pogba jetzt. Ja. There he is. Und Benzema nochmal. Ja, auch drin. Ah, da sehen wir leicht schon Lukaku. Ja, jetzt, jawohl. Kevin De Bruyne da auch mit dem Leibchen in der Mitte. Der Linienschiedsrichter wärmt sich gerade genau vor mir auf. Geil. Oh, Belgien, Startaufstellungen. Griezmann, ah, der ist ja auch am Start. Ey, Antoine. Oh, Mbappé. Oh, Mbappé, Alter, voll an die Latte. Digga, das ist so ein heftiges Match heute. Genau da haben wir Hazard. Kevin, Romelu, Witzel, auch von Anfang an. Mbappé macht noch ein paar Freischüsse zum Aufwärmen. Ah, Alter, krass. Jetzt Frankreich-Aufstellung und es wird hier sogar ausgepfiffen. Digga, die pfeifen echt hier die Franzosen aus. Griezmann, jetzt kommt Mbappé. Heute nicht komplett ausverkauft, aber trotzdem, es ist ein ultra heftiges Spiel mit so vielen Starts und das Stadion kriegt von mir auf jeden Fall 9,5 Punkte. Es ist halt, glaube ich, hier so knapp 40.000 Zuschauer, ne? Wenn noch mehr wären, dann 10 von 10 safe. FC2, die Juventus-Pizza, ne? Ja. Nicht so geil, aber das Grieche. Oh, jetzt. Das ist gut, das ist gut.
Übrigens, Leute, jeder zweite Platz ist hier so festgeschnallt. Also es sind nur 50% rein theoretisch zugelassen. Oh! Gibt sogar eine kleine Choreo hier. Die letzte Nations League hat ja Portugal mit Ronaldo gewonnen. Und gestern, als die Italiener verloren haben, die haben sich auch extrem krass geärgert nach der Niederlage. Also die Vereine nehmen das auf jeden Fall ernst. Okay, doch, da ist so ein kleiner französischer Block. Die machen auch ein bisschen Stimmung. Aber natürlich, schaut euch das an. Aber natürlich, die Belgier hier, ja, die sind schon deutlich mehr. Ja, jetzt hört man die auch. Schau mal. Schade, dass es nicht rappelvoll ist, ne? Weil es ist eigentlich ein krankes Spiel. So, die Mannschaft kommt rein, vorne hinweg. Der Hazard hinter ihm, Courtois. Auf der linken Seite Lloris, Varane, ja, Magrisi. Oh. Ja, die Belgier pfeifen bei Frankreich, ne? Der ganze Wein. Ja, jetzt pfeifen auch die Franzosen, aber die Belgier haben halt auch gepfiffen, ne, als erstes. Hey, da bringt wieder ein Auto den Matchball. Nice. Let's go. Boah, was ein Bild. Die beiden Zehner, Mbappé und Hazard. Mannschaften gehen auf den Boden. Finde ich schön, dass sie das aus England auch übernommen haben, überall. Und Romelu leitet das Spiel ein. Let's go! Auf ein geiles Spiel, Mann! Also, absolute Überzahl. Romelu, hört ihr jetzt auch? Ole, ole, ole! Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen nachempfinden. Aber man ist wirklich so nah dran, Digga. Es ist so flashig hier, so die ganzen Stars so von nahem zuzugucken. Hier nochmal mit Weitwinkel in voller Pracht das Allianz Stadium. Und Seitenwechsel. Oh, das war echt eine gute Kombi, aber. Props aber an die französischen Fans, die halten da gerade echt gut dagegen gegen die Belgier. Ja. Der Hazard, De Bruyne, super Kontakt mit einem Ausriss auf Carrasco. Ja! Oh! Alter! So gut gespielt, so gut abgeschossen, richtig guter Finish. Was sagt der Fußballexperte? Schönes Tor. War schön, ne? Verdient bisher, Belgien hat mehr Ballbesitz, dominiert eigentlich die Franzosen, aber die sind natürlich auch immer wieder gefährlich, ne, über Mbappé, über seine Schnelligkeit. Hazard wieder gegen Pogba. Auf Lukaku. Zurück auf Hazard, ey, die machen ein super Spiel, die Belgier. Ja, ey, dann wieder. Ja, die Franzosen, die schaffen es teilweise nicht mal einen Ball zu kommen. Jetzt Lukaku, der ist drin. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really. Oh, das war eine geile Körpertäuschung. Stark gemacht. Oh mein Gott, was? Also Mbappé ist da noch der beste Mann auf dem Platz bei Frankreich. Sehr gut wieder von ihm. Auf Karim. Yeah!
Gol segnato per la Francia dal numero 19, Karim Benzema. Belgio 2, Francia 1. Oh mein Gott, was passiert hier? Oh, wird geblockt, der Schuss. Elfmeter. Was? Ich glaube, es ist Elfmeter. Er sagt Ball gespielt, der Schiedsrichter. Oh, da bin ich gespannt auf ein paar. Und? Elfmeter. Ja. Alter! Was ist hier denn los auf einmal? Ey, in der zweiten Hälfte einfach eine komplett andere Partie, ne? Die Fans feuern ihn an. Kilian und macht er ihn. Alter, wieder auf. Ich gebe nichts mehr zu sagen. Wahnsinn. Ciao.